Nächste Rednerin ist die Kollegin Elisabeth Winkelmeier-Becker. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, es geht in der heutigen Debatte um Menschenhandel und um Ausbeutung. Menschen, die als Ware gehandelt werden, aufgrund einer Notlage oder Hilflosigkeit skrupellos ausgebeutet werden. Damit wird nicht nur ihre Menschenwürde verletzt, sie werden auch um ihre Lebenschancen gebracht, Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben, auf ein gerechtes Einkommen, ganz schlimme Verbrechen. Wer einen Beweis für die Aktualität unserer heutigen Debatte braucht, braucht nur in die aktuelle Presse zu schauen. Bild berichtete am Dienstag über bettelnde Kinder in Berlin, die mit ihren Müttern oder anderen Erwachsenen beim Betteln ausharren müssen, um Mitleid zu erregen und ganz gezielt auf Touristen zu gehen. Das Bundeskriminalamt sagt in seinem Lagebericht, dass aufgrund von Erfahrungen in anderen Ländern davon auszugehen ist, dass auch in unseren Großstädten da Strukturen organisierter Bettelei bestehen. Ich muss sagen, dafür brauche ich nicht in den BKA-Bericht zu schauen, sondern das zeigt sich auf unseren Straßen. Der Express berichtet am 25. Mai über den Arbeiterstrich in Köln, auf dem Arbeiter sich als Tagelöhner verdingen, zu Preisen deutlich unter Mindestlohn. Sie haben aber keine andere Wahl. Und das nutzen ihre Arbeitgeber aus. Und die Welt schrieb über die Razzia im größten Bordell Berlins, in dem laut Polizeibericht die Prostituierten ohne eigene Entscheidungsgewalt arbeiten. Die Südwestpresse schreibt am 25. Mai, alles jetzt in den letzten Wochen und Tagen aus dem Blick einer Aussteigerin aus der Prostitution, folgenden Bericht. 10 Freier am Tag, 5 Jahre lang, dann war Vivian fertig. Als sie mit dem Entschluss um Ausstieg in der Stuttgarter Beratungsstelle Café La Strada stand, hatte sie ein paar Klamotten und eine Handtasche dabei, aber keinen einzigen Euro. Ihr Traum vom großen Geld, mit dem Bekannte sie im Alter von 19 Jahren von Rumänien nach Deutschland gelockt hatten, wurde im Stuttgarter Leonardsviertel zum Albtraum. Meine Damen und Herren, das sind keine Einzelfälle, sondern Beispiele für viele Schicksale in Europa, wo Menschen als Ware gehandelt werden, ausgebeutet durch organisierte Bettelei, durch Arbeitsausbeutung, Zwangsprostitution. Etwas viel Schlimmeres kann es nicht geben. Es gibt hier naturgemäß keine exakten Zahlen. Die Zahl bis zu 400.000 steht im Raum, ist vielleicht etwas zu hoch, aber sechsstellig ist es mit Sicherheit. Wir haben zigtausende ausgebeutete Arbeiter. Wir sind Durchgangs- und vor allem Zielland von Menschenhandel und bei uns vor allem mit dem Schwerpunkt Prostitution. Wir haben da einen sehr schlechten Ruf auch im Ausland. Das hat seinen Grund. Wir sind besonders lukrativ für Menschenhändler bei geschätzt 1 Million Freiern pro Tag, einem Umsatz von 14 Milliarden im Jahr. Mit dem liberalsten Gesetz, was man sich da vorstellen kann, mit der geringsten Kontrolldichte, mit Ländern um uns herum, wo das alles viel restriktiver ist. Das merken vor allem die Regionen an den Grenzen zu Frankreich oder zum Norden. Überall dort trifft es aufeinander und zeigt sich, dass wir besonders lukrativ sind hier. Diese Zahlen sind schon schlimm genug, aber mit dem verglichen, was tatsächlich sich an Opferzahlen zeigt, zeigt sich hier vor allem eins, die Verfolgung und Verurteilung der Täter ist völlig unzureichend. Man kann auch sagen, der Staat versagt in seiner Aufgabe hier, die Opfer zu schützen und die Täter zu verurteilen. Er lässt die Opfer im Stich. Und dabei dürfen wir es nicht bewenden lassen. Über einen Grund haben wir heute Morgen hier gesprochen. Das ist das ungeregelte Prostitutionswesen, dem wir jetzt ein Prostituiertenschutzgesetz entgegensetzen. Der BKA-Bericht nennt dafür eine weitere Ursache. Dort heißt es, es ist zu vermuten, dass Probleme im Bereich der Verfahrensführung in Verbindung mit dem in der Praxis schwierig anzuwendenden Straftatbestand für diese niedrigen Zahlen ursächlich sind und daher auf einfacher anzuwendende Straftatbestände ausgewichen wird.
Das zeigt, dass wir dringend eine konsequente Bekämpfung des Menschenhandels brauchen und dafür auch Änderungen im Strafgesetz brauchen. Deshalb setzen wir nicht nur die Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer um. Schon dazu müssen wir die Tatbestände des Menschenhandels zum Zwecke der Ausnutzung durch Bettelei, durch strafbare Handlungen und zum Zweck der Organentnahme neu unter Strafe stellen. Wir gehen darüber hinaus weiter und überarbeiten außerdem die einschlägigen Strafvorschriften zum Menschenhandel, um die Täter besser belangen zu können. Dazu wird in Zukunft klarer definiert, was Ausbeutung bedeutet. Dieses Merkmal ist von der Rechtsprechung sehr eng ausgelegt worden. Hier regeln wir ausdrücklich, dass der Prostituierten wenigstens der überwiegende Teil der Einnahmen verbleibt. Es darf nicht alles auf angebliche Kosten für Reise, für Kleidung, für Essen, für überteuertes Wohnung in Rechnung gestellt werden, sodass am Ende kaum etwas übrig bleibt. Außerdem gehen wir an die subjektiven Voraussetzungen. Beim Opfer ist bisher nachzuweisen, dass das Opfer zur Prostitution bestimmt wurde durch den Täter. Das ist im Sinne einer Conditio sine qua non zu verstehen. Wo dem Opfer aber erfolgreich eingeredet wird, wenn du mit der Polizei sprichst, dann sagst du, dass du das hier alles freiwillig machst. Da ist das nicht immer glaubwürdig, glaubhaft, aber es ist zumeist jedenfalls nicht möglich, das Gericht vom Gegenteil zu überzeugen. Deshalb heißt es in Zukunft, wer veranlasst, und das bedeutet dann nur eine Mitursächlichkeit, die leichter zu beweisen ist. Ganz wichtig, wir werden in Zukunft die Freier ausdrücklich in die Verantwortung nehmen. Denn solche Erfahrungsberichte, wie eingangs geschildert, die gibt es zuhauf. Fragen Sie bei Solvodi, gucken Sie Dokumentationen im Fernsehen, war auch schon vorhin die Rede von. Fragen Sie die Sachverständige Sabine Konstabel, die auch in der nächsten Woche in der Sachverständigenanhörung dabei sein wird. Das, was dort geschildert wird, das ist Realität und nicht nur Kulisse für gelegentliche Tatort-Zweiteiler. Und es wäre eigentlich auch Grund genug, die Prostitution gänzlich zu verbieten, für die Freier, nicht für die Prostituierten, das unter Strafe zu stellen, wie es Schweden tut, wie es neuerdings auch Frankreich tut. Es gibt durchaus auch Gegenargumente, das will ich nicht in Abrede stellen, und vor allem gibt es, nachdem Rot-Grün 2002 eben das Prostitutionsgesetz verabschiedet hat, keine Mehrheit in der Koalition für ein Verbot. Deshalb halten wir am Konzept der legalen Prostitution fest, auch wenn ich sagen muss, dass mir die Begründung, die in Schweden und Frankreich genannt wird, für ein komplettes Verbot sehr gut gefällt. Dort wird nämlich die Sache beim Namen genannt. Es wird gesagt, dass Prostitution Gewalt ist gegen Frauen und dass sie mit dem Grundsatz von Gleichheit von Mann und Frau und mit der Menschenwürde unvereinbar ist. Wir werden hier ein anderes Konzept weiterverfolgen, wie im Koalitionsvertrag vereinbart und wie es gerade auch die Niederlande eingeführt haben, indem wir die Freier nicht generell, sondern nur dann unter Strafe stellen, wenn sie erkennen, dass die Prostituierte nicht selbstständig tätig ist, sondern es sich um Zwangsprostitution handelt. Dazu gibt es klar erkennbare Anzeichen, wenn zum Beispiel keine Sprachkompetenz da ist, wenn Spuren von Gewalt da sind, wenn sich die ganze Abwicklung nicht mit der Frau vollzieht, sondern über ihren Zuhälter abläuft. Da müssen wir die Freier in die Verantwortung nehmen. Er muss ein eigenes Risiko tragen. Der Gedanke, ich bezahle doch, alles andere geht mich nichts an, der darf da nicht mehr weiterhelfen. Für den Freier, der dann sich eines Besseren besinnt und dazu beiträgt, dass Dinge aufgeklärt werden, wollen wir eine goldene Brücke bauen. Er hat die Möglichkeit, zur Straffreiheit zu kommen. Das ist, denke ich, wichtig. Dann ist uns der Strafanspruch nicht so wichtig wie die Verhinderung weiterer Straftaten. Wir müssen außerdem bei den Gewinnen ansetzen, denn es geht letztendlich ums Geld. Und wenn wir dieses Geld besser abschöpfen können, dann ist das Geschäftsmodell gestört, dann ist der Anreiz weg. Das trifft die Hintermänner am besten. Ich muss sagen, der Entwurf ist gut, aber noch nicht perfekt. Wir hätten uns dringend gewünscht, dass auch die Paragraphen 180a, 181a des Strafgesetzbuches mit einbezogen werden.
Wir haben hier aus meiner Sicht eine Unwucht, auch im Vergleich zu der sicherlich wichtigen und richtigen Verschärfung der Strafbarkeit bei der Arbeitsausbeutung. Hier haben wir weitere Qualifikationen, wenn die Tat mit einer schweren Misshandlung oder Todesgefahr verbunden ist oder wenn das Opfer in materielle Not gerät. Dann haben wir hier ganz andere Strafrahmen, als es bei der Zwangsprostitution, bei der Ausnutzung durch Prostitution der Fall ist. Und ich muss sagen, das ist eine Unwucht. Beides sind schwere Schicksale, wenn man in der Arbeitskraft ausgebeutet wird, ebenso wie wenn man durch Zwangsprostitution ausgebeutet wird. Aber ich muss sagen, es macht aus meiner Sicht immer noch einen Unterschied, ob man zur Arbeit beim Bau, zur Arbeit am Bauernhof in der Saison, zur Ernte eingesetzt wird oder ob man 10 Freier am Tag, jeden Tag zufriedenstellen muss. Das ist deutlich übergriffiger, das verletzt in der Menschenwürde. Und hier, finde ich, ist das noch nicht richtig ausgewogen. Frau Kollegin. Noch ein Wort. Ich vermisse bei den Redebeiträgen der Oppositionsparteien vor allem, dass mal gefragt wird, wer profitiert eigentlich von dem Ganzen. Ja? Es gehen angeblich alle freiwillig rein. Komischerweise sind hinterher alle therapiebedürftig. Keiner hat etwas Materielles auf die Seite bringen können, sondern für alle verschlechtert sich die eh schon prekäre Ausgangssituation erheblich, dadurch, dass sie Jahre in der Zwangsprostitution gearbeitet haben. Wer hier dran verdient, wer hiervon profitiert, das sind die Freier, die für wenig Geld tabulosen Sex sich einkaufen, was sie in einer anstrengenden Beziehung mit einer ernstzunehmenden Partnerin nicht hinkriegen. Und das ganze Finanzielle, das ziehen die Hintermänner ab. Dazu müssten uns doch gemeinsam die Frauen zu schade sein. Deshalb lassen wir gemeinsam daran arbeiten, hier den Opfern zu helfen. Vielen Dank.